Hallo zusammen, willkommen zu einer Runde Terraria. Richtig gehört, Terraria. Ich hatte schon mal auf meinem Kanal, ich glaube, 140 Folgen oder so zusammen mit dem Freaky. Das war mal ein Together, ich glaube, super lange her. Das war die vorletzte Version oder so. Warum ist denn der Wand? Und jetzt machen wir quasi so ein, wie soll man das sagen, so ein Gemeinschaftsprojekt. Terra Town heißt das Ganze. Läuft schon seit ein paar Tagen, weil das Update ist seit dem 30. Juni draußen. Da gab es wieder ein richtig fettes Update. Und warum ist denn hier auf meiner Plattform was drauf? Und, ja, wer es nicht kennt, also ist eigentlich ein richtig cooler 2D-Side-Scroll-Sandbox-Game mit ganz vielen Monstern und ganz vielen Crafting-Sachen. Oh, hier ist voll der Blumengarten drin. Und hier sieht man schon, die Leute waren fleißig, die hier mitgemacht haben. Ich kann noch mal ein paar Namen nennen. Und zwar, wer hier mitmacht, sag ich nicht. Nein, Quatsch. G-Time macht hier mit, Broken Thumbs wollt ihr eigentlich mitmachen. Ich weiß noch nicht, ob die dabei sind. Spark of Phoenix, Early Boy. Crabswan, Playkampfschaf, Ralfinger LP, mit dem habe ich auch schon mal bei Stream Wars was gemacht. Und Zander macht hier noch mit. Warte mal, ich fange jetzt hier einfach mal an. Und Holz. Und wie gesagt, da kam ein ganz fettes Update raus. Da sind, glaube ich, 800 neue Items dazu gekommen. Dann gibt es jetzt einen Expert-Mode, der halt ein bisschen schwieriger ist, wo es auch bessere Belohnungen gibt. Und das ist bei mir hauptsächlich ein Stream-Projekt. Also der Stream ist ja in der Videobeschreibung. Ich habe jetzt ehrlich gesagt in der Welt noch nicht so viel gestreamt, weil erstens hatte ich irgendwie ein Problem mit meiner Firewall. Da kam ich nicht rein. Was war das? Das sah komisch aus. Und danach war der Server nicht auf dem Datum oder auf der Version. Ah, ich sehe, da unten hat einer was gebaut. Hier ist ein Lavabrunnen. Habe eine Leitung von der Hölle bis hier gelegt. Ach so, krass. Also, füllt sich hier Lava auf, wenn man drückt. Okay. Ich glaube, der hatte Langeweile. Aber ihr seht schon, also man kann ja auch Häuser bauen und ich finde, ich bin ja mehr so der Bauer. Obwohl meine Items sind auch noch nicht schlecht, die ich jetzt gerade habe. Ich habe ja in der Welt nicht gespielt, dann habe ich quasi in der Single-LP-Welt ein bisschen gespielt. Nicht zu viel. Gibt auch richtig fette Bosse hier in dem Game. Ich verlinke euch einfach mal den Changelog von unten, also den, was sich in der Version getan hat, für die Leute, die sich da auskennen. Ich mache mal die Türen zu. Richtig doof. Wir können eine Falle bauen. Genau, wir bauen eine Falle. Und ich verlinke euch den Livestream-Kanal, weil ich werde es am Donnerstag einmal spielen. Ich hoffe, ihr seid dabei und interessiert euch dafür. Ich meine, Terraria gibt es jetzt auch schon super lange, nur die bringen halt alle paar Jahre. Da wird ein richtig fettes Update raus, was ich richtig gut finde, weil manche lassen einfach ihre Spiele liegen, weil läuft ja auch so nach dem Motto. So, warte mal. Habe ich meine Steine mit? Jawohl, ich habe meine 18 Steine mit. Das ist ein bisschen doof. Jetzt ist die Frage, wo soll ich denn die Falle hinbauen? Soll ich die hier hinbauen? Weil eigentlich würde es Sinn machen, wenn die Falle halt unterhalb wäre und nicht hier oben. Wobei man könnte hier unten den Eingang setzen. Und dann die Falle da reinpacken. Also ich habe jetzt quasi in so einem Tempel eine Falle gefunden, wo so Stacheln von oben runterkommen und im Grunde jeden One-Hitten. Hier kommt natürlich, also hier wird es ja auch dunkel, dann kommen auch immer ganz viele Gegner an. Und so eine Falle wäre natürlich erstmal gut zur Verteidigung. Und zum Trollen. Also ist auf jeden Fall cool. Ich denke mal, dass ich mich quasi am Livestream-Tag ein bisschen auf die Erkundungstour mache. Und vielleicht das eine oder andere hier fertig baue. Warum ist hier so ein Eiskasten? Gibt auch neue Biome, neue Bosse, glaube ich. Dann, wie ich schon gesagt habe, den Expert-Mode. Der ist jetzt hier allerdings noch nicht. Aber da kann man richtig viel machen. Warte mal, den Eingangsbereich. So. Und ja, Klamotten habe ich auch. Man kann halt so viel craften. Also ihr müsst euch vorstellen, in dem Update waren nur 800 Items, die dazugekommen sind. Zu den 5 Millionen Items, die hier schon dabei sind. Keine Ahnung. Ah genau, Spear Trap. Hier haben wir sie. Und irgendwo habe ich auch so eine Trittplatte. Also hier kann man so viel bauen. Super Dart Trap. Javelin. Ach genau, da war ich in diesem Kack-Tempel drin. Bin einmal gestorben, bin nochmal rein. Und dann hieß es, du musst erst einen Boss töten, bevor du da weiter kannst. Da dachte ich so, okay. Dachte ich auch so, alles klar. Jetzt ist natürlich nur blöd, dass ich meine Materialien vergessen habe. Aber das ist ja ein Gemeinschaftsprojekt. Ich habe hier auch, warte. Genau, ich habe Tungstenhelm, Tungsten-Chainmail, Silberbeinschützer.
Genau, Magma Stone, dass ich diese Feuerangriffe habe. Also man kann sie auch komplett ausrüsten. Dann habe ich hier nochmal 5% erhöhte Bewegungsfreiheit. Dann habe ich hier diesen Doppelsprung. Und Hermes Stiefel, dass ich schneller rennen kann. Das sind eigentlich so schon mal die wichtigsten Sachen. Gibt auch noch Jetpack und keine Ahnung, richtig fette Schwerter, die bis zur Decke reichen. Freako und ich haben teilweise den Boss dann immer oben auf so eine Plattform gerufen, über unsere Basis. Und der Boss ist dann immer unten durch und hat alle Bewohner kaputtgeschlagen. So, warte mal. Material, wahrscheinlich... Hä? Wollte schon sagen, so, die haben nichts. Oh, Herzkanister. Oh, ich sehe gerade, ich habe auch noch einen Herzkanister. Den snacken wir uns gleich mal. Oh, die haben voll die geilen Sachen da drin. Oh. Hermesstiefel plus ein Abwehr. Okay. Plus ein Abwehr ist immer gut. Ist auch noch ein Spiegel zum Zurückreisen. Ah, hier haben wir doch Material drin. Steine können wir erstmal rausnehmen. Genau, Items stecken jetzt auch bis 999. Ich meine, für die Leute, die es noch gar nicht kennen, ist das jetzt total irrelevante Infos. Weil die damit ja eh nichts anfangen können. Aber ich sehe gerade, wir haben keinen Dreck. Ich hätte jetzt gerne eine Runde Dreck. Weil ich wollte jetzt quasi einfach mal anfangen zu bauen. Und hier ist ja die sogenannte Crafting Station. Dann kann man ja mal sehen, je nachdem, wo man sich aufhält. Kann man halt immer mehr craften mit den Sachen, die man hat. So richtige Steine fällt mir gerade mal ein, wenn man ganz gut... Marble Wall? Nein. Und die Piggy Bank, wo unser ganzes Geld drin... Da. Grauer Ziegel. Weil man Steinhaus ja da mal gut. So ein Holzhaus. Ich weiß gar nicht, ob man das verbrennen kann. Glaube aber nicht, oder? Kann man mich jetzt überhaupt noch hören? Jawoll. So. So, hier kann man, glaube ich, Essen machen. Kann man Barren machen. Was kann man hier machen? Man kann hier so viel bauen. Und vor allen Dingen, ihr könnt halt es halt mit euren Kollegen spielen. Bei Steam gibt es ja auch so ein Paket. Keine Ahnung, 4 Spiele für 28 Euro oder so. Lohnt sich auf jeden Fall. Also ich kann es empfehlen. Das ist hier auch kein Product Placement Video, sondern ich finde es halt wirklich cool. So. Dann ist hier auf jeden Fall schon mal der Grundstein gelegt für unsere neue Basis. Was ist das? Blueberries, okay. Muss ich jetzt so abbauen. Aber ich hätte, wie gesagt, ganz gerne noch Erde, weil dann würde ich unten den Eingangsbereich machen. Oh, ein Eichhörnchen. Dann so Matsch. Und ist auch immer geil, wie man hier kaputt geht, weil hier sind ganz viele... Sterbetexte drin, kann man sagen. So wurde zerrissen. Oder wurde auseinandergeschnitten. Oder wer war. Also ganz, ganz viele verschiedene. Jetzt fallen mir natürlich wieder ganz viele ein, vor allen Dingen. Tschüss. Okay, das ging diesmal. Und dann kann man hier jetzt halt so eine Treppe bauen, will ich mal sagen, oder? Ich überlege noch gerade, kann man eine Treppe im Hintergrund bauen? Weil wenn ich die jetzt so schräg runterbaue, kommt man von unten nicht mehr hoch. Und man könnte das ja auch anders machen. Warte mal. Und man kann hier so viel bauen, ey. Kann auch richtig... Oh Mist, ich habe Sturm aktiviert. Also kann ich jedem nur empfehlen. Und wie gesagt, am Donnerstag um 19 Uhr. Da geht's los. Da werde ich hier nochmal spielen. Den Heiko habe ich auch mal gefragt, ob er mitmachen möchte. Aber ich glaube, der hat vor kurzem erst gezockt. Und dann war das nicht mehr so interessant. Komm. Boah, Glück gehabt, Alter. Wie der über mich gesprungen ist. Aber ich finde die Treppe scheiße, weil die so steil ist. Und man kann dann immer, also man fängt quasi an mit, ich glaube, Holz-Equip. Und dann baut man sich langsam hoch. Ich meine, man farmt sehr viel, man killt Monster. Eigentlich ist man die ganze Zeit nur unterwegs. Bauen ist immer so nebensächlich, aber ich finde es irgendwie cool, wenn man auch irgendwie eine Base hat oder so. Also... Generell. Auch in jedem Minecraft-Projekt muss eine Base sein. Und ihr seht schon, wenn man ein Haus hat, dann gehen einem die Slimes nicht mehr so auf den Sack. Das war okay. Das war nicht gut. Oh, die sind ja gerade schön geschmeidig. Die springen ja immer schön runter.
Die hauen ja immer ab. Aber bevor ich jetzt, warte mal, ich kann jetzt hier eh nicht so viel bauen. Dafür brauche ich auf jeden Fall mehr Zeit. Ich mache jetzt nur die Treppe. Mach den Vorraum für die Falle vielleicht ready. Oder soll ich versuchen, die Falle fertig zu machen? Wäre eigentlich mal ganz geil. So. Ja, genau, was macht denn der Slime hier? Alles gut mit dir? So. Und die Welten sind halt auch immer generiert und auch immer komplett anders und deswegen. Gab auch schon ganz viele Togethers mit dem Spiel. So, warte mal, jetzt machen wir hier so den Gang. Ich weiß nicht, ob man da einen Hebel dran machen kann. Ja, genau. Dass man die Falle an- und ausmachen kann, das wäre natürlich auch noch nice. Das wäre natürlich nice. Und hier zwischen kann ich vielleicht noch eine Holzplattform legen. Dann kann man wenigstens nach runter. Da kommt man hoch. Dann mache ich mal ganz kurz hier runter. Jawohl. Ein Zombie-Arm? Was ist das denn? 13 Nahkampfschaden. Lol. 8 Schaden. Rückstoß. Das ist ja cool. Warum schießt denn jemand diesen Kackstrahl ab? Der geht mir ja auf den Sack. Habe ich halt einen Zombie-Arm. Voll gut. So, warte mal. Machen wir hier einmal. Die massive Treppe rein. Also, da gab es ja sowieso... Also, wie schon erwähnt, da gab es schon mal ein Update. Das habe ich allerdings nicht gespielt. Ich bin jetzt quasi erst mit dem von mir aus gesehen übernächsten Update eingestiegen. Aber umso geiler, umso mehr habe ich. Umso mehr Neuerungen sind drin. Ich weiß, der Arm ist ein bisschen schwächer als das andere Ding. Aber da schießt man jemand diese Kackdinger ab. So. Und Hintergrund muss ich natürlich auch noch bauen. Man kann hier normale Wände bauen und... Hä? Und man kann halt im Hintergrund noch Wände machen oder Wände wegmachen. Wie hier zum Beispiel dieses Grüne oder diesen Lehm. Dann kann man halt alles wegmachen. Dann gibt es irgendwann noch ein... Ah, dann gibt es hier einen Boss, wenn man den killt. Und wenn man den gekillt hat, dann wird das Spiel nochmal schwerer. Aber es ist halt dann nur zu empfehlen, wenn man schon einen gewissen Standard hat. So, warte. So. Wie gesagt, ich hätte ganz gerne noch die Falle. Die Falle hätte ich ganz gerne noch. Warte, wie viele Speerspitzen habe ich denn? Komm, die bauen wir nochmal eben. Speerspitzen. Egal, wenn der Part dann ein bisschen länger dauert. Ach genau, Pressure Plate. 6 Stück. Ich sehe das schon. Ich laufe da gleich rein und bin der Erste, der tot ist. Also ist jetzt nicht nur für die Mitspieler, so gemein sind wir ja nicht. Nur manchmal. Sondern auch für die Monster. So, so hat man eine relativ große Fläche abgedeckt. Hey, warte mal. Genau, trifft er mich genau durch den Stein durch. Ist klar. Irgendwie baue ich ganz gerne Fallen. So, dann gehen die Stacheln da runter und dann kann man 2 Pressure Plates machen. Einmal an... Warte mal, wir waren hier so durch. Ja, genau. Einmal an der Position. Passiert jetzt natürlich noch nicht viel. Und Licht wäre natürlich noch ganz geil hier an der Stelle. Und vor Kabel müssen wir gleich noch. Alles muss verkabelt werden. Haben wir denn noch Matsch? Und ich glaube, Zombie zum Beispiel oder wir auch früher, da sind wir dann quasi hergegangen und haben die ganze Zeit dann die Kisten noch so viel am Ende von der Aufnahme, weil man halt so viel hatte. War immer so voll so, what? Warte mal, ich brauche mal ein bisschen Material noch. Lol, da war ein Wurm drin. Alles gut. Also jetzt sieht man, jetzt wird es dunkel, jetzt kommen die ersten Gegner an. Die einen hier noch schön auf den Sack gehen, weil die jetzt von allen Seiten wieder kommen. Der wird eh verbrennen. Jo. Ich hau dich mit deinem eigenen Arm kaputt. So.
Gut, gegen die fliegenden Augen wird die Falle ja nichts bringen, aber gegen die Zombies ist das schon ganz gut. Ach, da ist gar kein Auge dran, ne? Lol. Lol. Ne, warte, Erde nicht. Jetzt habe ich da unten Erde reingetan. Und von jedem Monster gibt es irgendwelche Sachen, die man erbeuten kann. Wäre auch sonst langweilig, glaube ich. So. Oh, Sternschnuppe. Damit macht man übrigens seine Mana-Leiste hier oben. Also hier über mir, ganz oben. Macht man ein bisschen mehr mit. So, jetzt Achtung, jetzt kommen die. Ja, genau, passt. Jetzt muss ich gleich nur noch eine Wand setzen. Warte mal, kommt hier weg. Das kommt hier weg. Also eine Rückwand muss ich setzen und dann muss ich nur noch dieses... Ja, diese Kabel vorlegen. Ich nenne es jetzt einfach mal Redstone. Wurde auch oft mit Minecraft verglichen, also zumindest früher in meinen LPs. Aber ist halt komplett anders. Hier sind richtig viele Bosse drin, die man töten kann. Und deswegen... So, warte mal. Jetzt gehen wir mal hier in die Weiherabteilung. Weil ich habe gerade gesehen, da war eine Kiste. Wo dieses Zeug drin war. Damit habe ich aber schon lange nichts mehr gemacht. Ich hoffe, ich kriege das hin. Warte mal. Schraubenschlüssel. Kabel. Aktiver Steinblock. 5-Sekunden-Timer. Ist natürlich auch ganz geil. Ach, guck mal. Lol. Wie er einfach reinkommt. Aber ihr seht schon, die Gegner kommen dann einfach rein. Wollen mal Hallo sagen, töten die NPCs. Und deswegen müssen wir da was machen. Warte mal, grauer Ziel kann platziert werden. Nee, ich brauche eine Rückwand. I need Rückwand. Obwohl, die Rückwand setzen wir dann im Stream. Erinnere mich dran, wer dabei ist, also wer quasi den Part hier sieht und nach dem Stream dabei ist, dann schreibt einfach mal Rückwand. Dann weiß ich, wer von der Folge aus in den Stream gekommen ist. Passt auf. Und jetzt bauen wir. Bauen wir. Kann ich das einfach so setzen? Die lassen einen aber auch nicht in Ruhe arbeiten hier. Am Arsch, so. Er ist da zugemacht. So, kann ich das hier einfach hinbasteln? Kann die nicht. Ah. Ich werde hier nicht mehr rauskommen. Wie viel Geld habe ich im Portemonnaie? Ein Gold, egal, passt auf. Kann ich das nicht einfach so hochsetzen? Ja, ne? So. Dann schauen wir mal, ob das so geht. Schon ewig benutzt. Warte mal. Ja, geht. Aber instant tot ist man hier nicht. Schade. aber macht ganz gut Schaden, ohne Witz. Bulldozer. Cool, Errungenschaft. Nein, boah. Gesundheitsrang. Aber zumindest hält mal so die erste Horde Monster ab. Ich bin aber im Tempel gestorben, wo die Falle war. Aber egal, so. Hier sind unsere... Da sind unsere Testobjekte. Oh. Achtung. Das sollte funktionieren. Lol. Okay, dann sollte ich vielleicht noch Druckplatten nehmen, die von Zombies benutzt werden können. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Egal, gut. Ich würde sagen, wenn euch der Part gefallen hat, gebt trotzdem Daumen nach oben. Auch wenn der Fallenbau jetzt ein bisschen daneben ging, was soll's. Guckt einfach mal in die Videobeschreibung. Da ist, wie gesagt, der Changelog drin. Link zu dem Spiel mache ich vielleicht auch noch. Und ansonsten bis zum Livestream, wenn ihr Bock habt. Was ist das denn? Oh, neue Sachen überall. Haut rein. Tschüss.